Total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Show. Ohne Maske, aber mit Lichtschwert. Oh, und Befreiung aus der Kutte. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Star Wars Show. Also noch einmal, nicht nur Lichtschwerter, die jeden Tag vorgestellt werden, weil irgendeiner ein super Lichtschwert hat. Na? Ja, das Rote muss ja sein. Ist ja klar als Sith-Lord. So, warum? Genau, es wurde mal wieder gesagt, ach, warum? Ja, warum? Ja, warum ist die Banane krumm? Ja, warum? Okay. Dieser Stammtisch, heute mit sehr vielen gesprochen. Und wir sind alle übereingekommen, Stammtisch bedeutet, dass man sich trifft. So, da hier 6 plus, 9 plus, 12 plus jeden Tag erscheinen, da wir eine Filmkulisse sind, dass wir mit Star Wars arbeiten, uns freuen, hier noch einmal die Sequenz des Todessterns, worum es ja bei Rogue One geht, natürlich nicht mit dieser Sequenz, es soll ja angeblich mit dieser Sequenz enden, beziehungsweise es soll in der Sequenz enden, wo Darth Vader mit General aus dem sogenannten Fenster schauen und über die Rebellen philosophieren. Glauben wir langsam nicht, dass das sein wird, weil mittlerweile wird ja darüber gesprochen, 100% anders. Rogue One ist, Rogue One bleibt für uns Erwachsene. So, der Stammtisch ist nur real, der Stammtisch ist nur hier. Das große Schaufenster ist verändert worden, weil dieses sich so ein bisschen verändern wird, weil auch wir endlich nach sehr langer Zeit Obi-Wan Kenobi bekommen aus dieser Serie. Diese Serie Obi-Wan Kenobi, der fehlte uns nämlich noch. Qui-Gon Jinn ist da, Darth Maul ist da. Diese drei Figuren, Obi-Wan Kenobi, den Maul in der Mitte und rechts Qui-Gon Jinn, so wie das hier abgebildet ist, möchten wir nämlich gern im Schaufenster hinstellen. Ob wir das aushalten werden, das wissen wir noch nicht. Ich erst recht nicht, weil ich dann tagtäglich ja da sein werde. Und es ist ja schon schön, wenn 6 plus, 9 plus, 12 plus vorbeikommen und immer den Knopf da drücken. Ja? Gott sei Dank ist jetzt die, ja doch. Und genau darum ging es. Weil wenn die Kunden dann so am Schaufenster vorbeigehen und die drei fangen da an da rumzuwirbeln, fanden wir sehr lustig, beziehungsweise ich. Ob es lustig wird, weiß ich nicht. Ich möchte mich auf dem Weg bedanken, dass ich Qui, dass ich Kenobi bekomme. So, wir bleiben in der Gründung 2012 Film, Figuren, Theater. Haben wir also heute Morgen beschlossen. Einstimmig. Filmfigurentheater seit 2012 geboren, auch vorgestellt. Wir haben kriegerische Figuren vorgestellt, von Adolf Hitler bis zum Allerbösesten. Wir haben alle Figuren so in dem Zwischenraum vorgestellt, auch von Marvel, aus der Filmgeschichte. Und da bleiben wir halt bei. Wir bleiben bei Film, Figuren und Theater und vor allen Dingen Web-TV. Weil hier im Filmclub ist natürlich alles um Film, wir reden über Filme. Wir haben jetzt schon die neuesten Filme wieder gesehen, wurden ja auch schon veröffentlicht und wurde auch gefragt, wie ihr dazu steht. Die Meinung ist klar. Jetzt, wenn Star Wars, dann reden wir auch nur über Star Wars. Wir freuen uns auch schon, wenn es losgeht. In 6 Tagen geht es los. In 6 Tagen, also heute in einer Woche, fangen wir an mit den 24 Türchen-Clips, weil geht ja dann auf Weihnachten auch zu, wir haben also das Fenster jetzt so eben auch weihnachtlich gestaltet, da so zwei Nikoläuse hingesetzt, ein bisschen Licht und alles, die wir dann so peu à peu immer anmachen, sobald der erste Advent ist, machen wir das an, zweiten Advent machen wir das an, dritten Advent, das Übliche. Ja, wenn ihr Weihnachten feiert, feiern wir Weihnachten so, Ehrenwort. Ja, irgendwelche tollen Figuren, die voll beweglich sind oder
die so groß sind. Letztens habe ich den roten vorgestellt, heute stelle ich den blauen vor. Ne? Den roten hatte ich letzte Woche vorgestellt, jetzt stelle ich den blauen vor. Ne? Ich freue mich auch gleich wieder auf Sonntag, denn heute ist Sonntag. Das ist so eine Art Bedankungsvideo. Wir bedanken uns für den Smalltalk mit Arnsberg im Sauerland, wo wir dann den Kenobi bekommen. Das Geld geht morgen auf Reise und sobald das Geld da angekommen ist, wollen wir hoffen, dass der Kenobi dann auf uns, also zu uns auf Reise kommt und dass wir den dann endlich ausstellen können, dass wir dann endlich die Idee vollenden, die wir ja seit 2012 hegen. So, diese Figuren dort auf der hier Jar Jar Binks auch noch abkaufen, wissen wir noch nicht, weil Jar Jar Binks uns schon damals beim ersten Teil genervt hat, also wir waren keine Freunde von Jar Jar Binks, auch bei den Clone Wars Kriegen nicht, gestern lieber wieder, okay, er hat gewonnen, er ist Minister geworden, ist ja auch schön und gut für Jar Jar Binks, aber wie gesagt, wir mögen zum ersten Mal, mögen wir, da geht kein Weg dran vorbei, an Rook One, ihr seht, ich habe die immer noch nicht ausgepackt, Rook One, ein Film für Erwachsene. Dann ist uns auch so vorgestellt worden. Wir sind ja nicht allzu weit vom Drehort weg hier. Das sind 2 Stunden mit dem Flugzeug, eben kurz Düsseldorf, Auto parken, Flieger rüber, London und dann schaut man sich das Ganze an. So, als Händler und als Filmemacher ist man natürlich in der Welt der Medien zu Hause. Und wenn man sich die ganzen sozialen Medien ansieht, besonders Facebook, naja, schwamm drüber. Wir haben auf eine Art nichts damit zu tun. So, jetzt erklären wir das hier alles noch einmal und wir erklären das jetzt zum allerletzten Mal. Und dieses sogenannte Erklärvideo, wenn einer fragt, klatschen wir dann dahin, hier, hör ihn dir an, den Medienkanzler, der spricht gerade zu dir und sagt, dass wir das Film, Figuren und Theater sind, Web-TV, und wir uns, wie das Wort oder der Satz schon sagt, Filme, Figuren und das ganze Theater drumherum, ne, Schauspielerei, Schauspieler. Wir sind ja kein Fanwerk wie der andere Kollege, den auf dem Weg möchte man den auch mal grüßen, Fanwerk. Der macht einen sehr guten Blog, philosophiert auch über Filme, spricht auch über Filme, machen ja unheimlich viele. So, wir machen das schon seit über 40 Jahren, seit 1966 philosophieren wir über Filme. Wir haben angefangen mit Orion, davor mit Periroden, die zwei Teile Periroden, dann kam Orion. Und dann kam natürlich eine sehr lange Zeit Star Trek, ja, und dann die diversen anderen, ne? Kampfstern, Galactica mit diesen Ketten im Kino, das rumpfte richtig, wenn die katapultiert wurden. Also man hat sich sehr viel Mühe gegeben im Sci-Fi-Bereich. Ja, wir lieben Science Fiction. Und viele Kunden fragen, na, Horror, ach Leute, Horror. Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt hier 10 Stunden, 7 Tage die Woche mit Horrorfiguren, ich meine hier die großen Figuren sehen ja auch nicht gerade einladend aus. Einige Kunden erschrecken sich immer, wenn sie Kylo Ren sehen. Ne? Kylo Ren steht da, ihr seht jetzt nur den schwarzen Rücken. Ja, dann sieht man hier den Darth Vader und irgendwann sieht man den Darth Vader auch wieder 1:1. Ich überlege mir gerade hier, ob ich mir nicht The General... Ja, seine Klamotten hier, sonst müsste ich ihn da oben abhängen. Ich nehme nur mal das kleine hier, weil ich mir die General-Sachen besorge, hier als General auftrete. Ah, ne, ist ja gar kein General, das ist ja ein Direktor. Na, hört sich gut an, Direktor. Ja, als Darth Vader auftreten wäre auch nicht schlecht. Mal gucken. Ich freue mich schon, wenn ich bald diese Figuren hier auspacke und damit arbeite, die sogenannten 24 Türchenclips. Ja. Wir sind jetzt hier mitten in der Star Wars Kulisse. Das ist jetzt hier alles Star Wars. Wir haben alles wieder neu aufgebaut. Euch stelle ich den nochmal vor. Ich sag ja, an sich müsste ich nur, Yoda, Darth Vader haben. Oder. Also er ist uns ans Herz gewachsen, weil er sich ja nicht nur bewegt, weil das Lichtschwert angeht. Ne? Er spricht ja, die Augen gehen auf, dann gehen sie wieder zu, ne? Also ist schon klasse gemacht, so eine Figur, ja? Er freut einen. Ich suche natürlich noch windige oder fähige Elektroniker, die dann umbauen.
Weil Bewegungsmelder ist zwar hier unten eingearbeitet, aber so richtig funktioniert der Bewegungsmelder nicht. Oder wir haben den jetzt nicht richtig kontaktiert. Aber jedenfalls, solche Figuren gefallen uns ab dieser Größe aufwärts. Besonders die ganz großen, die ich vorhin da so in der Hand hatte. Ja, es macht tierisch viel Spaß, solche Figuren in der Vitrine stehen zu haben. Okay, die Sideshow-Figuren, ist klar, die Sideshow-Figuren. Aber überlegt euch mal, wenn man sich so eine Figur, eine super teure, also eine super tolle, teure Figur, in die Mitte stellt und ein paar drumherum, ja, so ein paar drumherum, und dann hat man ein Diorama und man ist auf einen Schlag 500 Euro los. 500 Euro, unsere Kunden erzählen uns jeden Tag was anderes, wenn wir sagen, ja, kannst du haben, kostet 499 Euro oder so. nee, da ist kein Kunde bereit. Ja, also unsere Kunden hier, wie gesagt, sind nicht bereit, 1 Euro auszugeben. Unsere Kunden schauen sich das zwar an und fragen, sind sie Fan? Nein, wir sind kein Fan, wir sind eine Fachfirma seit über 60 Jahren. Ich involviert seit 40 Jahren und seit 10 Jahren mache ich das eh alles alleine. Ich habe jetzt 40 Jahre Promotion gemacht, auf dem Weg noch einmal, wer es noch weiß, 1999. Deswegen möchte ich die aus der Erinnerung ja nochmal haben. Ich möchte also aus der Erinnerung die nochmal haben und die hinstellen, auch wenn sie irgendwann nicht mehr funktionieren. Das hat einen Erinnerungswert von 1999. 1999 für Iserlohn, Kino und für Dortmund und für die Karstadt AG riesige Promotion machen dürfen und das war eine tolle Sache. Ja? Wenn man das alles mal machen durfte, wenn man Promotion machen durfte, wenn man als Darth Vader in einem Kino herumlaufen durfte und wenn man bei Karstadt in der sogenannten Spielzeugabteilung herumlaufen durfte, das war 1979, ist das schon eine tolle Sache. Kann man mir nicht nehmen, das ist eine super Erinnerung. Ich habe auch ein Dankeschön bekommen, so ein Filmschnipsel, den gibt es auch nur 4999 Mal, diesen Filmschnipsel, wo Obi-Wan, Nobi und Darth Vader da in dem Hangar kämpfen und Luke dann schreit. Nun ja, ich meine, ich finde Star Wars auf eine Art klasse, weil sehr viele Star Wars Fans sind und das ist sehr spaßig, das Ganze sehen. Ja, man hätte ja auch Obi-Wan Kenobi, also an dem Tag, wo Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi getroffen hat, hätten wir auch sagen, oh, du bist der Sohn? Du bist der Sohn dessen, dem ich da beide Arme und alles da weggehauen habe. Weißt du, er war mal mein bester Freund, aber da, irgendwann ging er mir auf den Senkel und dann habe ich ihn niedergemäht. Na, dass es ihn noch röcheln gibt, naja, kann ich auch nichts hören. Also, das wäre auch mal so eine Sache gewesen, so ein Dialog zwischen Kenobi und Luke Skywalker. Und du bist halt jetzt der Sohn. Ich finde das so toll. Also, ich möchte mich mal auf diesem Wege bei euch alle bedanken. Ja, also bei diesen Star Wars Verrückten, die über 10.000, das sind ja Verrückte, durchgeknallt, die tragen ja alle einen Aluhut. Dennoch möchte ich mich bei euch alle bedanken, dass ihr so total verrückt seid. Auf diesem Weg möchte ich nur sagen, als Admin, dass ich diesen Stammtisch aufgehoben habe. Der Stammtisch bleibt zwar, aber nicht online. Es ist totaler Quatsch. Wir reden ja auch nicht. Also, wenn wir jetzt mehrere gewesen wären, die an einem sogenannten Stammtisch vor laufender Kamera gesprochen hätten, wäre ja eine tolle Sache gewesen. Ist aber nicht. 6, 9 und 12 brauche ich die Genehmigung und das alles. Das dauert mir alles zu lange, bis die Eltern reagieren. Wie gesagt, meine Kunden hier, die mich tagtäglich begrüßen, sind also keine Fans von Star Wars. Ja, sie mögen zwar und sie kennen sicherlich einen, die kennen 100% einen, der Star Wars verrückt ist und dem bringen sie dann sicherlich was mit. Aber da sie ja selber keine Ahnung haben von Star Wars, wissen sie dann meistens nicht, was sie mitbringen sollen. So, wir fragen uns, und ich frage mich selber, soll ich bei, also wir sind ja Kunde, beziehungsweise wir sind Geschäftspartner von Amazon, wir sind Geschäftspartner von Google, wir sind Geschäftspartner von die Ableger YouTube und so weiter und so fort. Wenn wir so am Wochenende mit der Buchhaltung und mit diesen anderen Finanziers zusammensitzen und drüber grübeln, was man noch alles anbieten könnte, also wir bieten jegliche Fotoarbeit, jegliche Filmarbeit, Green Room, Blue Room und alles, was dazugehört. Außer 3D-Drucker, die sind zu teuer. 3D-Drucker kosten ab 150.000 Euro, die gut sind. Die also gute Qualität,
printen. Ja? Aber wie gesagt, das machen wir nicht. Werden wir auch in Zukunft nicht machen. Ja, wir haben also 100% Dienstleistung. 100% Dienstleistung. Wir können als Moderatoren, Schauspieler, das können wir alles besorgen. Wir können die Aufzeichnungen machen bis hin zu 4K, das wisst ihr ja. Wir können Figuren aller Art besorgen, richtig, aber lohnt es sich, das kriegt ihr ja selber. Na, irgendwann fangen wir auch an. Wir fangen irgendwann auch an, diese Figuren aus dieser Kulisse für wenig Geld irgendwie anzubieten. Und wem das dann gefällt, kann dann dieses bestellen oder hier vor Ort abholen. Leider hat es nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja bis 2020, dass wir online, also wir hier online, weit über 700, uns irgendwann mal treffen, uns irgendwann mal erleben, real. Und diesbezüglich mit Star Wars im Kino oder irgendwas auf die Beine stellen, damit was zu machen. Mit dem Besten, wie gesagt, Arnsberg ist momentan verhindert. Regensburg wartet auf den Bescheid von 501. Er hat sich dort auf Nilius eintragen lassen. Er möchte gerne, also den Nilius haben wir jetzt nicht hier. Wir haben Malak da aus Old Republic. Wir bleiben jetzt erstmal auf der Disney-Schiene. Da wir ja nun mal kein Fan sind, langsam entwickelt sich so ein leichtes Fangefühl. So, wenn man so jeden Tag hier so in die Figuren schaut, wisst ihr, wenn man so einen Film vorbereitet, wenn man eine Kulisse vorbereitet, wenn man die Regie vorbereitet und wenn man die Sendung vorbereitet, schaut man ja in die Gesichter dieser Figuren. Und wenn man das so 5 Tage die Woche macht oder 6 Tage, sogar jetzt wie jetzt, diese Woche 7 Tage, in die Gesichter dieser Figuren entstehen ja auch Thematen. Man hat auf einmal so eine Thematik, ja. Ich meine, diese Szenerie ist ja gar nicht mal so schlecht. Das sind ja so Spielcases, ja, wo man mit spielen kann. Und auch als Erwachsener gar nicht mal so schlecht. Diesbezüglich für eine Kulisse, wohlgemerkt für eine Kulisse, diese Figuren zu drapieren, hinzustellen, die wie auf dem Schachbrett hin und her zu schieben, seht ihr, Schach könnte man aber Schachfiguren machen, müsste man halt nur mehrere einkaufen. Ja, zum Beispiel. Ja, wenn man dann so in die Gesichter schaut, ja, wenn man in Daisy Ridleys Gesicht schaut und auch den Filmdarsteller, da, okay, der ist nicht so gut getroffen wie Daisy Ridley oder so. Wir haben jetzt welche gesehen von Bandai. Wir haben welche gesehen, die nachkoloriert wurden. Ja, es gibt ja so viele Künstler, die diese Figuren nachkolorieren. Puh, auf was soll man sich jetzt konzentrieren? Wie gesagt, wir, oder ich beziehungsweise, also ich hatte beschlossen, die großen 1:1, 3 haben wir schon. Jetzt fehlt halt noch Daisy. Oder die Werb. Ja, irgendwie. Also Darth Vader ist klar, irgendwann muss der wiederkommen. Und Stormtrooper mal schauen, vielleicht auch. Ja, dass man vielleicht, aber das ist alles viel, viel Geld in der heutigen Zeit. Und wenn man sich die politische Lage ansieht, wie die auf uns, also die sehen uns ja gar nicht. Die sehen ja den Bürger mit 1 Euro brutto täglich, minütlich, sekündlich, den kenne ich gar nicht. Ja, die kennen den ab 250.000 aufwärts, minütlich, sekündlich, täglich, stündlich. Versteht ihr? Netto? Ah, ja, netto, genau. Die sehen, also Politiker sehen nur Menschen ab 250.000 Euro aufwärts netto. Ja, wir sehen jeden. Wir sehen ab 1 Euro brutto. Und wir sprechen auch mit 1 Euro brutto. Und wir helfen auch nur 1 Euro brutto. Die riesigen, großen können auch machen, was sie wollen. Die wollen wir nicht. Wir haben 10 Jahre mit Stromberg zu tun gehabt. Wir hatten mit Cobra 11 1990, 95 zu tun gehabt. Ist lange her. So, wir haben hier diverse Regisseure gehabt, die verschiedene Filme hier gedreht haben, weil sie gewisse Sequences brauchen. Und wir helfen halt den Studenten, dem Filmemacher, den Kleinen, den Unbedeutenden, den helfen wir. Den stehen wir zur Verfügung, den helfen wir und so weiter und so fort. So, einen YouTube-Kanal hatten wir schon nach der CeBIT 1995.
da gab es das schon. Ihr wisst ja, Dailymotion, MyVideo, Vivek, also die gab es ja alle schon. Heute muss man bezahlen, sehr tief bezahlen, und muss man schon drüber nachdenken, was machen wir denn da? So, als YouTuber und als YouTube-Kanal reicht für uns. Es soll Spaß machen, vor allen Dingen soll das Spaß machen. Die Kulisse hier soll Spaß machen. Also, wenn man hier so reinkommt, an dieser Front, Star Wars Front vorbeigeht, dann hinten ins Studio geht, für Foto- und Filmarbeit und dann wieder rauskommt, ist schon angenehm. Ja? Und dann hier so an den DVDs vorbei, ja? Und viele, die diesbezüglich das nicht kennen, die gar nicht wissen, was das ist, macht es schon Spaß, darüber zu philosophieren. Noch einmal, wir sind keine Fans, ich auch nicht, bin kein Fan. Ja? Bin an sich involvierter, ich habe dafür gearbeitet und Kulissen gemacht und Drecksarbeit und Kabelarbeit und Promotion, vor allen Dingen Promotion. So. Und wenn man dann als Fachkraft im Spiel war, also es gibt ja gar keine Fachhäuser mehr. Okay, habt ihr bei euch in eurem Dorf, in eurer Straße, habt ihr da noch Fachgeschäfte? Ja, so richtige Fachgeschäfte, wo alles wirklich bis oben hin voll ist mit Spielwaren. Ja, bis unter die Decke voll mit Spielwaren. Also wenn ihr sowas habt, gratuliere ich euch. Leute, Toys R Us ist kein Spielwarenladen. Ja? Rewe und wie die da alles, in unseren Augen kein Spielzeugladen. Ja? Spielzeugladen ist mit einem so richtig und dann vielleicht auch noch vor Ort zu spielen. Versteht ihr? Dass der bereit ist, das rauszuruppen und mit euch zu spielen. Der, ne? So war das früher. Ja, früher war das so. Ja? Also wir hatten ein Wahnsinnsgeschäft. 5 Etagen. 5 Etagen. Roskoden, so hieß das. Roskoden. Ey Leute, vom Keller bis oben hin. Wahnsinn. Richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht, ja. Ach, herrlich. Ich fange jetzt hier an zu philosophieren. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich an sich nur in Arnsberg bedanken für Obi-Wan Kenobi. Ja, ich, wie gesagt, ich zahle ein und dann hoffe ich, dass er kommt, der Obi-Wan Kenobi. Ja, und ich hoffe, dass der auch funktioniert. Ja, und dann, wie gesagt, wird irgendwann wieder das Schaufenster umgebaut und dann werden die da wieder hingestellt. Momentan haben wir eine Lasershow da eingebaut, so eine kleine Lasershow, ist klar. Wir haben also eine kleine Lasershow da eingebaut jetzt im Schaufenster. Wir haben ein paar Filmfiguren, also ein paar Filmfiguren dahingestellt. Ja, und dann natürlich die Kulisse, ist klar, New York. New York muss sein, wegen Trump. Ne? Ist klar, wir haben jetzt den Tower Trump da hingestellt da und so, das passt ja alles. Ne? Das passt ja alles. Trump ist der neue Darth Vader. Ja? Trump ist der neue Darth Vader. Ja, dann lass uns mal gucken, was da so abgeht. Also ich bedanke mich jetzt nochmal total und recht herzlich bei euch allen, weil ihr macht tolle Clips, ihr habt tolle Bilder, ihr könnt, also ihr seid tolle Künstler, ihr habt tolle, verdammt tolle Bekleidung, ja, Rüstungen, ihr seid toll drauf, ja. Ihr tobt da alle im sozialen Netz rum. Gesehen haben wir uns noch nie. Gesprochen haben wir uns auch noch nie. Also noch einmal, die virtuelle Realität für die, die Kunden sind, die als Kunden hier reinkommen, mich ansprechen als Medienkanzler. Manche kommen auch, naja, Medienkanzler, wie geht's denn? Da weiß ich, aha, er hat mal wieder ein Video gesehen. Ne? Ja, das Jahr geht zu Ende. Und die Idee, lassen wir jetzt mal einfach stehen, der Stammtisch, also er ist nicht elektronisch, es ist niemand da, der mitmacht. Die Jugendlichen sind zu klein, deswegen eher gewogen, nein, wir sagen nein, nicht mit Kamera arbeiten, weil 6 plus 9 plus 12 plus, die können hier rum, die können hier spielen, wir nehmen die Dinger manchmal auseinander, drücken drauf rum, darf ich mal drücken? Ja klar, darfst du mal drücken, dann drückt er auch und dann quasseln die uns hier tot oder die Musik geht an, na, besonders. Ich finde das immer besonders gut, wenn die auf den Knopf hier drücken und dann hat man den Krach, den man dann da hat. Ne? Und manchmal stört es schon, wenn da hinten in der Ecke die Leute arbeiten. Aber man muss mal den goldenen Mittelweg finden. Ne? Wie ihr seht, ist das schon lange. Wenn man so einen Dialog jetzt hier in die Kamera sprechen möchte und dann hämmert da so ein Sound, kann es schon mal nervig werden. Aber wie gesagt, wir mögen die, wir mögen sie, die 6 plus 9 plus 12, also von 6 bis 9 plus, drüber hinaus, das sind alles reine Erwachsene, weil wir an sich für ab 18 aufwärts arbeiten.
Ne? Wir arbeiten ab 18 aufwärts, wir erledigen Aufträge, Film-, Fotoaufträge und wie gesagt, im Copy-Bereich sind die Leute ja auch tätig. Die Schauspieler brauchen halt ihr E-Casting, also Schauspieler brauchen E-Casting, das machen wir natürlich hinten im Studio oder auch hier hinter irgendeine Kulisse, wir haben reichlich Kulissen, die wir dann zusammenschieben, wo dann die Schauspieler für ihre Rolle, die sie da brauchen, machen wir dann, wie gesagt, das E-Casting. Und die wollen wir natürlich dann auch nicht so stören. So, wir haben also viele Schauspieler, wir haben also wirklich eine Menge, aber die interessieren sich alle nicht so für Star Wars. Star Wars muss man vielleicht doch Fan sein, ne? Sonst klappt das irgendwie nicht. Ja, wir sind, also ich persönlich bin ein Science-Fiction-Fan, ich mag Sci-Fi. Wie gesagt, Perry Rhodan, versuche ich wirklich die beiden alten Filme auch mal wieder zu bekommen. Ja, ich habe, wie gesagt, alle Filme von George Lucas, wirklich die Anfänge, die Flops, und natürlich ja, alles, was mit ihm zu tun haben wir, beziehungsweise ich habe es. Und jetzt fällt mir gerade vor laufender Kamera ein, jo, das wäre eine tolle Sache. Perry Rhodan, Orion ist ja da, also Orion ist da, Star Trek ist da. Übrigens, Star Trek, also mir gefällt persönlich Star Trek 1, also vor Star Trek Kirk, ja, sondern dieses Star, dieses, ich weiß nicht, kommen wir jetzt nicht drauf, Archer, genau, Captain Archer. Captain Archer mit seiner Crew, die gefallen mir. Also das ist irgendwie, gefällt mir das. Irgendwie haben die das gut hingekriegt. Das andere da, Captain Kirk und so, oder ich habe Captain Kirk und Spock und wie sie alle geheißen haben, vielleicht habe ich die zu lange gesehen. Ja, wenn man so geboren ist, so wie ich, in den 50ern und dann in den 60ern schon Kind war und in den 70ern schon Jugendlicher war und in den 80 bis heute dann heranwachsen und ja, man wird alt und ne, wird Bauchstelle. Ne. Früher hatte man ganz viele Haare, heute sucht man die. Ja, das sind also Sachen. Ne. Das ist auch wie Star Wars. Star Wars verändert sich, ist nicht so einfach. So, seid mir nicht böse, ich habe jetzt auch kein Interesse, mich zum Clown zu machen, damit ich jetzt 1,5 Millionen Klicks bekomme. 2-3 Klicks, ein Klick reicht mir schon, bin ich froh. Und wenn ich mich selber beklicke und mich selber anhöre, ist auch okay. Also an alle Star Wars Fans. Leute, ihr seid spitze. Ihr habt tolle Argumente. Ihr habt tolle Kostüme. Ihr seht verdammt gut aus. Und bleibt so. Nein, bleibt so. Ihr seid spritzig, witzig. Ja? Ich finde es toll, wenn man sich so vorstellt, so, wow, ich will jetzt unbedingt bei 501 mitmachen, ja. Ach herrlich, ich finde das so toll. Ich drücke euch fett, wirklich ganz fett die Daumen. Seht ihr, ich sitze jetzt oder stehe jetzt hier vor dieser laufenden Kamera und sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und möchte mich bei euch wirklich, bei euch allen bedanken. Ja, wirklich, möchte ich. Ich möchte mich wirklich bei euch bedanken, nicht nur fürs Zuschauen, sondern ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr sowas macht. Ihr seid manchmal sogar live zu sehen. Ihr zeigt eure Kostüme, ihr zeigt eure Vereine. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So. Und ich werde als Medienkanzler in irgendeine Rolle schlüpfen. Ich werde es nicht schaffen, in 6 Tagen eine Directors-Uniform zu erhalten, glaube ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich werde mich aber mehr auf Star Wars real. Star Wars, ja, also dieser Pulli hier, fragen ja viele, dieser Pulli kommt aus der Reihe Assassins. Assassins drehen wir natürlich erst ab dem 21. Dezember, weil die Assassins erst ab 21. Dezember ins Kino kommen und da wir auch erst da die Figuren bekommen. Natürlich Assassins Creed, die ganzen, wohlgemerkt, alle Figuren sind da. Nur, dann hätte man die Kulisse jetzt umbauen müssen, alle Assassins Creed Figuren hierhin und alle Star Wars Figuren dorthin. Überlege mir gerade, ob ich nicht eine Assassin's Creed dort irgendwo in einer Ecke, dass ich dann da drehen kann. Ja, weil wir mögen Science Fiction, wir mögen die Assassins, ja, Assassin's Creed. Wir finden den Film super. Zum ersten Mal wurde ein Stunt nach so vielen Jahren aus 46 Metern für diesen Film wieder in Szene gesetzt. Der Stuntman ist stockweise hochgegangen, wirklich. Ja, bis er dann oben angekommen ist, bei 46 Meter stürzt er sich dann da runter
weil Assassin's Creed landet auf den Füßen, was natürlich alles nachher Trick ist. Also er springt aber wirklich, er springt wirklich darunter für diesen Film. Also wir haben noch Buster Keaton gesehen, nicht live, um Gottes Willen. Wir haben aber Buster Keaton noch als Jugendlichen erlebt, wo er stand hier und dann fiel ja das Haus um. Das waren 80 Tonnen. 80 Tonnen hätte Buster Keaton nicht so ein hohes Vertrauen gehabt. Hallo, der wäre sofort platt gewesen. Sofort, zack, Ende. Niemals mehr hätte es ein Buster Keaton gegeben. 80 Tonnen. Boom. Und er stand da eben. Ne, machte da so. Ne? Hammer. So, das hat uns natürlich bewogen, zum Film zu gehen. Nicht die 80 Tonnen. Buster Keaton. Dieses Lustige da. Ich meine, es war eine tolle Geschichte. Ja, okay, wir haben auch mit den Drehkasten da gearbeitet. Wir hatten auch Super 8, Normal 8. Dann kam High 8, dann kam VHS und jetzt sind wir bei 4K und HD. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, wie schnell das geht. Ja, unter uns, ich mag es nicht mit einem Handyfilm. Da stehe ich nicht so drauf. Mir ist aber egal. Also auf der einen Seite haben wir ja wirklich mittlerweile die Lügenpresse, da muss auch gesagt werden, das passt jetzt wunderbar hier bei Krieg der Sterne, bei Star Wars. Es kann nicht sein, dass die Politiker hier alles kaputt machen. Es kann nicht sein, dass Politiker Menschen ab 1 Euro nicht sehen. Gar wirklich, die sehen den nicht, diese Menschen. Die sind herabwürdigend. Politiker sind herabwürdigend. Politiker, ich will doch gar nicht, nee, komm, Politiker, tu sie weg. Tu sie weg. Wenn wir sie federn und teeren könnten, raus. Wirklich raus. So wie im alten Western, weißt du? Teeren, federn und raus. Nur noch durchwinken. Du bist Politiker. Links raus, ein Kreuz. Links raus, ein Kreuz. Links raus, ein Kreuz. Der nächste rechts raus, zwei Kreuze. Rechts raus, zwei Kreuze. Ja. Wir bleiben bei Star Wars. Wir bleiben bei Science Fiction. Wir bleiben bei Film, Figuren und Theater, hier im Web-TV, hier im YouTube-Kanal, mit eurem Medienkanzler, da bleiben wir. Da ziehen wir jetzt gnadenlos durch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ciao, ciao.